So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem Topspiel gegen Union Berlin. Und ja, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 21. Der Tabellenführer trifft auf den Tabellenzweiten. Das Duell mit dem Tabellendritten haben wir ja schon verloren mit 2 zu 3. Und jo. Und jetzt ist halt, wie gesagt, der Tabellenzweite. Wenn wir gewinnen, sind wir bis auf 9 Zähler weg. Wenn wir verlieren, sind es nur noch 3 Punkte. Also das ist quasi ein 6-Punkte-Spiel. Mit dem Sieg wären wir auf jeden Fall schon mal Herbstmeister. Das ist zumindest der nächste Schritt. Ob wir das heute schaffen, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Ich hoffe natürlich. So. So. Gut. Gehen wir rein. Ins Spiel. Und danach Pokalspiel Sandhausen. Also es geht tatsächlich jetzt Schlag auf Schlag in den nächsten... In den nächsten Spielen. Sandhausen wird auf jeden Fall nochmal eine Hausnummer werden. Danke, dass Sie alle gekommen sind. Wenn es Fragen gibt, dürfen Sie die jetzt stellen. Ja, natürlich, klar. So. Klar, auch das wäre möglich. Wie gesagt, hier gegen Dresden haben wir auch verloren. Nach einer Einzelführung. Und auch Heidenheim war verdammt eng. Oder war knapp dran. Klar, wir müssen uns auf jeden Fall konzentrieren, damit wir weiter so... durchkommen. Damit sind wir am Ende der Pressekonferenz. Ich bedanke mich bei allen. Jo, dann gehen wir rein ins Spiel, während jetzt mein Kaffee hier nicht durchläuft. Ich merke gerade, ich bin noch nicht ganz wach, ich bin nur ein bisschen früh aufgestanden, aber ich nehme schon ein bisschen FIFA für euch auf, aber das ist halt auch, damit ich den Content ein bisschen gehalten bekomme. Geht ja auch demnächst schon wieder mit dem neuen Projekt los, nämlich ab Montag. Ich weiß gar nicht, wann die genau diese Folge rauskommt, also ich glaube, es ist noch zu früh. Aber es geht nämlich am Montag mit der Seta Corsa los. Da ging es schon los oder es geht jetzt noch erst los? Ah, komm, scheiß drauf. Es ist noch relativ früh in der Saison, aber Erster gegen Zweiter. Dieses Duell hat auch schon jetzt seinen ganz eigenen Reiz. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Ihr Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Ich darf Sie ganz es herzlich begrüßen. Es hat geschneit in Berlin. Frank Buschmann bilden auch heute wieder das gewohnte Kommentatoren-Gespann. Und auf dem Programm steht heute ein Spiel aus der zweiten Bundesliga. Union Berlin gegen Schalke 04. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Das bedeutet auch beste Defensive gegen beste Offensive. Das sind natürlich zwei verschiedene Spielphilosophien, die da aufeinandertreffen. Wir dürfen sehr gespannt sein. Florian Hübner, die Nummer 31. Robin Knappe, die Nummer 25. Christopher Lenz, die Nummer 10. Max Kruse. Und mit der Nummer 9. Ich
glaube, das ist sogar das Originalstadion. Ja, ist es. Ist das Originalstadion von Union Berlin, die alte Försterei? Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen wir einen kurzen Blick drauf. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Wieder zurückrotiert quasi. Offensiv 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Schuss sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Beide Mannschaften sind bereit. Es geht los. So, auf geht's auf jeden Fall. Wie gesagt, Topspiel der Tabellenzweite zu Tabellenführer zu Gast beim Tabellenzweiten. Wieder für Union wäre es ein dickes Ding, wenn sie das Ding hier gewinnen würden. Für uns wäre es natürlich die Herbstmeisterschaft, die aber von dem ich mir oder wir uns überhaupt nichts kaufen können. Fakt, wichtig ist am Ende der Saison umzustehen und nicht jetzt hier Mitte der Saison. Aber es wäre zumindest mal der erste Halbschritt, der erste Step, um hier was zu machen. Dürrosser, ein ehemaliger Herr Tana, der kennt sich natürlich hier in Berlin aus. Sie verlieren den Ball. Und der Ball kommt überhaupt nicht an. Nein, ich glaube, den Ball holt sich der Keeper. Ja. Den macht der Renault fix. Für die neue Saison bin ich auf einem neuen Keeper auf jeden Fall dran. Aber wie gesagt, oder ich überlege mir noch einen neuen Keeper zu. Aber das machen wir alles dann in Ruhe, wenn dann die neue Saison anfängt und apropos neue Saison, Union geht hier in Führung. Ein absoluter Fehler da hinten. Und dann passieren halt diese Fehler bei diesem extremen Pressing. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Oh, den hat der Dragovic, glaube ich, sehr. Ne, Buselab hat's. Wenn ich es richtig gesehen habe. Buselab war es, der den Querschläger da genau in den Lauf von Kruse gehauen hat. 12. Minute Union. Für den ersten FC Union Berlin. Scheiße. Die Nummer 10. Der Rodde. Das sieht vielversprechend. Der Rodde. Der sich durchtankt. Fällt das Tor doch noch? Nee. Der hat der Lute da unten gerochen. Quasi die Lute gerochen. Ja. Noch liegt sie hier vorne und die Fans tun alles, damit das auch so bleibt. Ja. Cummins! Und den Ball hält der Torhüter fest. Da muss man echt aufpassen. Also das kann auch hier ein bisschen anders ausgehen auf einmal. Wie gesagt, den Dresden verloren im direkten Topspiel und jetzt hier auch wieder 1-0 hinten. Der Rodde. Na, da kann er nicht direkt da vorne spielen. Amadei, der Rechtsverteidiger. Da ist die Flanke. Gut geklärt. Ja, jetzt kommen wir aber auch nicht in die Position. Das hat dieser blöde Fehler da hinten drin. Was die bislang für eine Saison spielen, Wahnsinn. Und beim Blick auf die Tabelle wird das ja auch nochmal bestätigt. Sie liegen auf Platz 1. Na, noch. Gut, das wird auch nach dem Spiel passt nicht ändern, aber das, sieht so einfach aus, das wird wieder zusammengerutscht. Wie gesagt, Berlin ist jetzt, war lange Tabellenführer. War zwischendurch mal Tabellenführer? Nur noch der Torwart vor sich. Und das ist kein Abseits. Der Rodde, der ist ewig weit vorne. Der muss da drin sein. Und da ist der Ausgleich. Der Rosum. Da ist die Szene nochmal. Der Rosum. Von seiner Abwehr im Stich gelassen. 2 gegen 1. Er muss sich für eine Seite entscheiden und dann fällt das Tor. Da kann der Keeper diesmal nichts dran machen. Ein wichtiges Tor. Da freut er sich. Yes. Seine Mannschaft hat sich hier toll zurückgekämpft. Sein 4. Saisontor. Eins, eins, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Die Nummer 16. Javairo de Rossi. Also, zumindest mal das hingekriegt. Das Ding ja auf unentschieden gestellt. Hat Buselab, der da immer noch seinen Fehler da ein bisschen hinterher. So, richtig glücklich sehen da einige Spieler nicht aus, dass sie bei diesen Bedingungen hier auflaufen müssen. Ja, gut gemacht. Aber da musst du durch und ach, sie kennen das vom Training.
Ja, klar. Klasse, ja. Aufgepasst, er hat den Ball. Schön, Wetter ist nicht. Klasse gemacht von Kruse. Ja, Kruse, der das Tor gemacht hat. Hier. Und Union wieder dran. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungsstart. Ja, guter Ball, aber da vorne auf Richter. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Wie ist es das? Jo. Sie liegen vorne. Spiel gedreht. Und da sind es momentan noch ein Zähler sogar. Marco Richter. 1-2. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Grund zur Freude auch am Spielfeldrand. Seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut. Das ist die Führung. So, erstmal das. 5. Saisontor. Aktueller Spielstand jetzt also. Also, noch 10 Minuten dieses Spiel gedreht. Die Nummer 23, Marco Richter. Ja, und ich weiß, wie das Spiel am Wochenende von meinem Verein ausgegangen ist, aber. Ja, dann kann ich es halt leider nicht. Und ich hoffe, dass das. Also, wir werden wahrscheinlich absteigen und dann. Hoffe ich, dass wir uns in der neuen Saison in der zweiten Liga aufsteigen können. Wieder neu aufstellen können. Vielleicht verdienen wir. Terror, der. Was macht er draus? Ah. Ne Kenny. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Nächste Riesenchance auf ranzukommen, ja. 2-1. Ein knappes Ergebnis, das uns für die zweiten 45 Minuten. Echte Spannung verspricht. Also, Spiel ist gedreht, wir führen mit 2-1. Mal gucken, wie es in der zweiten Halbzeit wird. Beide Mannschaften sind bereit. So, dann geht's in die zweite Halbzeit. Holstein Kiel gegen Heidenheim 1-0. Sandhausen gegen Darmstadt. Unentschieden. Für uns eher gerade momentan uninteressant. Gucken wir mal, wie die zweite Halbzeit jetzt hier läuft. Schalke kann wichtig zufrieden ist, sein mit ist der viel. Bisherigen Leistung. Soll aus Sicht von Königsblau natürlich auch so weitergehen. Na klar soll das so weitergehen, ne? Es ist halt jetzt... Da ist der Ball weg. Ah, Brüssel ab, der steht ein bisschen neben sich. Ich weiß nicht, ob ich den gleich rausnehme, aber den gleich rausnehmen müssen. Sah durchaus nicht ungefährlich aus. Gut geklärt. Ja, gute Flanke, aber da war kein Abnehmer. Vielleicht die Konterchance. Schöner Ball auf Simon. Weiter gefährlich hier. Terotte und die Frage, gelb oder rot? Ich vermute gelb für den Verteidiger. Gelb. Da war noch einer daneben. Unglaubliches Glück, dass er weiterspielen darf. Ja, das weiß er auch. Er ist mit gelb extrem gut bedient. Das hätte auch durchaus rot geben können. Hat er nämlich Glück gehabt, dass der Hübner noch daneben stand und sonst wäre es nämlich glatt rot geworden. Da wäre es nämlich die Notbremse geworden und das war sein ganz großes Glück. So, Freistoß, Corby Lansky. Kann er heute was nochmal so ein Ding machen? Den Alkmaar mit 4 Torvorlagen. Mal gucken, ob es jetzt was besser wird. Nicht mehr im Spiel. Die Nummer 9, Suleiman Abdullahi. Uca. Neu auf dem Feld, die Nummer 11, Anthony Uca. Ah, der ist weit weg. Der sah ein bisschen näher aus, also. Er hält den Ball fest. Schade. Nach diesem Freistoß. Ja, der Ball kommt durch. Oh, toller Ball. Schöner Ball nach vorne hin. Das kann anders ausgehen. Und das war viel Glück dabei, dass McKennie den Ball nicht jetzt eingetor drückt. Puh. Riesenchance Union. Und Renault. Zweimal Weltklasse. Mustafi. Amatei. Ja, guter Ball, übrigens kein Abseits. Konnte auch nicht, war aber genug hinten drin noch. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Das ist ein Querpass. Das war's mit der Chance.
Und Union wieder so ein bisschen mit drin in der Partie. Ball ist wieder weg. Ja, das war auch ganz wichtig, weil Kobylanski frei durch gewesen wäre sonst. Viel mit Auge. Er macht das Spiel schnell. Er ist zur Stelle, schöne Aktion. Schade. Ja, ich versuche natürlich jetzt auch hier auf das dritte Tor zu drücken. 20 Minuten noch. Das gibt Geld. Keine gute Aktion. Deswegen hier der Pfiff. Für Dragovic. Und es gibt Geld gegen die Schalker. Ja, es war ein Foul und auch. Ja, das brauchen wir gar nicht drüber reden. Das war definitiv ein Foul. So, also Wechsel auf jeden Fall jetzt. Bujelab raus. Der heute echt komplett neben sich steht. Der hat ja auch das Führungstor ein bisschen mit verschuldet hat. Guck, Tommy mal reinsetzen, noch ein bisschen was. Mal ein bisschen noch frische Kräfte bringen. Meiner Meinung nach vertretbar. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Und jetzt sind hier verletzt. Noch 20 Minuten zu spielen. Ballverlust, der Gegenangriff von Union. Und jetzt wird es kein Foul. Beziehungsweise nicht kein Foul. Genau, kein Foul von McKenny war das. Wenn's jetzt schnell geht, dann wird's gefährlich. Der jetzt eher auf links mal spielt. Kriegt da und abgeblockt. Eckball. Sie noch mal ins Spiel so. Wollen, Kruse jetzt, der Führungstreffer. Teuchert der Eckschalker kommt. Ecke kommt. Nein! Kolasinac. Ja, wie gesagt, wenn das dritte Tor fällt, dann sieht es ein bisschen anders aus. Dann hätten wir vielleicht die Chance, hier das Ding nach Hause zu fahren. Aber noch ist es. Noch ist es offen. Ballverlust. Ja, und die Frage ist, was falls der Schiedsrichter. Der Schiedsrichter weiß gar nichts, es steht 3-1 und damit ist das Ding entschieden. Nein, doch kein Abseits, unten rechts, der hat wohl das Ding zugemacht. Ich glaube, es dürfte kein Abseits gewesen sein. Versenkt das Ding eiskalt. Linz, ja. Das war tatsächlich kein Abseits. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Zeit für das Tor. Auch im letzten Spiel hat er dreifach getroffen. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-1. Die Nummer 19. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Ja klar, müssen wir jetzt aber weiter drauf gehen, ne? Dass man die Unioner relativ schnell mit dem Anschlusstreffer kommt. Dann sieht das wieder, oder kann das wieder ein bisschen was anderes ausgehen. Oder aussehen. Hübner. Also, mal gucken. Ball kommt in die Mitte. Und dann ist der Ball plötzlich so frei. Sag ich ja, genau das meine ich. Zeit ist nicht mehr, aber ich glaube, das wird noch spannend. Teuchert. Anschlusstreffer. Wir blicken noch mal, was ist da passiert? Treffer. Erst die Flanke, der steht komplett alleine. Willenstand, das zeichnet ihn einfach aus. Cedric Teuchert. Der Abwehr, keine Chance. 3-2 also. Da ist alles drin. Ja, Freischuss. Für die Schalker. Ein bisschen Zeit. So etwas wie die letzte Warnung gewesen. Zeit von der Uhr nehmen, Tommy. Ganz genauso, Wolf. Beim nächsten Foul ist die Karte fällig. Setzt die Klasse durch. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Nicht präzise genug. Der Verteidiger ist dazwischen. Hat den. Und da verlieren sie den.
Yes! Knappes Ding, aber was erwartet man von einem Topspiel, ne? Sie mit ihrer Offensivpower die sonst so sichere Defensive des Gegners regelrecht zerlegt. So nimmst du die drei Punkte damit nach Hause. Also 3-2 der Endstand am Ende. Drei Punkte, Herbstmeister. 9 Punkte Vorsprung. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das Ding nach Hause gefahren. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Wir haben 3 Punkte auf dem Konto. Es war nicht ganz unverdient, sagen wir mal so, aber Union hat es auf jeden Fall auch in sich ganz einfach gemacht. Aber ich hatte tatsächlich nichts anderes erwartet. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's mit dem Pokalspiel hier gegen den SV Sandhausen weiter. Bis dahin und tschüss.